Sie sind in Potsdam geboren. Und wann? Am 9. August 1909. Sie haben eine höhere Schule besucht und haben Matura im Jahr 27 gemacht. Danach haben Sie Rechts- und Staatswissenschaften studiert auf deutschen Universitäten und auch auf einer englischen, wo? Oxford. Wie lange? 2 Jahre. 2 Jahre lang in Oxford. Dann haben Sie in Deutschland den Doktor gemacht? Vorher. Ach so, hier sah das so aus, ob zweimal. Nachher sind Sie dann die 2 Jahre in Oxford gewesen und haben dann auch eine entsprechende englische akademische Prüfung abgelegt. Jawohl. Danach, so, in England sind Sie gewesen aufgrund englischer Stipendien. Welches Stipendium? Einer deutschen Auswahl im Stand verteilten englischen Stipendium. Rhodes Stiftung. Ja, die Rhodes Stiftung, ein englisches Stipendium. Darauf sind Sie in den Auswärtigen Dienst eingetreten. Nicht unmittelbar. Nein, Sie hatten da jetzt einen Sonderauftrag, aber es kam dann so. Und was waren Sie zuletzt? Ich war zuletzt Legationsrat in der kulturpolitischen Abteilung. Ja. Haben Sie sich früher irgendeinmal politisch organisiert oder betätigt? Nein. Nein. Na. 4 Jahre englische Erziehung, für unsere Bewegung, sich nicht interessiert und betätigt, lässt ja gewisse Auspizien zu. Dann geht man aber nicht ins Auswärtige Amt und in den Auswärtigen Dienst des Reiches. Denn es ist doch fraglich, ob nun eine 4-jährige englische Erziehung nun gerade die richtige Vorbereitung dafür ist. Und waren Sie jemals Soldat? Nein. Nein, warum nicht? Ich bin bei Kriegsausbruch, habe ich mich freiwillig gemeldet, wurde zunächst zurückgestellt, bin dann vom Auswärtigen Amt nach Amerika geschickt worden, weil das als ein vollwertiger und riskanter Kriegsdienst angesehen wurde. Ich bin durch die englische Blockade durchgefahren. Ja, ja. Und, ja, sind durchgefahren, aber sie waren nicht Blockadebrecher, sondern sie waren Passagier auf dem Dampfer, der durchkam und kam dabei durch. So ist es gewesen. Sind also Amerika gefahren und so, sind durchgekommen. Nachher sind sie wahrscheinlich nach Honolulu und die sibirische Magistrale wieder zurückgekommen. Jawohl. Na ja. Ja. In Amerika war eben damals die Gefahr der Kriegseinsatz nicht so ungeheuer schwierig. Es war nämlich eher Amerika, in den Krieg eintrat. So ist es doch gewesen. Ja, es war nicht leicht, weil ich sehr stark verfolgt wurde von es war sicher sehr, sehr stark verfolgt und sicher nicht leicht, ja. Ja, im neutralen Ausland sich zu befinden, selbst wenn dies in Wirklichkeit nicht neutral war. Na, also über diesen Kriegseinsatz kann man auch verschiedener Meinung sein. Aber warum sind Sie noch nicht Soldat gewesen? Bis jetzt nicht geworden. Ich wurde, als ich zurückkam vom Auswärtigen Amt aufgrund meiner amerikanischen und ostasiatischen Arbeiten und Erfahrungen, als unabkömmlich betrachtet. Ach so. Und was haben Sie getan im Auswärtigen Amt? Ich habe diese beiden Referate verwaltet. Die Sie vorhin genannt haben. Wann erstmalig haben Sie denn so etwas davon erfahren, dass es da bei den, unter den Offizieren einen kleinen Kreis von Defertisten gibt? Dass Stauffenberg die Kriegslage negativ, sogar pessimistisch beurteilte, war mir schon Ende März bekannt. Nun, es wurde also über Außenpolitik gesprochen, da müssen Sie ja hauptsächlich der gewesen sein, der redete. Jawohl. Und wenn über militärische Dinge gesprochen wurde, dann hatten Sie ja von Tut und Blasen keine Ahnung. Jawohl. Da muss er derjenige gewesen sein, der hauptsächlich davon sprach. Wie ist denn mit Ihrem Glauben? Ich war überzeugt, dass wenn wir diesen Winter militärisch durchhalten können, außenpolitisch im nächsten Frühjahr die Chance für einen günstigen Kriegsabschluss für uns. Kolossal. Also im März waren Sie der Ansicht, wenn man den Winter... Nein, das hat sich im Laufe des Sommers entwickelt. Ach, das kam erst im Laufe des Sommers. Ja, alles sehr verklausuliert, so alles à la romanisches Kaffee. So ungefähr. Sollte durch eine Überstürzung der militärischen Ereignisse im Westen keine Zeit mehr sein, durch eine zentrale Lösung zu einem Gespräch mit dem Gegner zu kommen, dann sollte... Also auf Deutsch! Sollte es wegen des Überstürzens der Ereignisse im Westen, nach Ihrer defätistischen Ausführung, nicht mehr möglich sein, den Führer rechtzeitig zu ermorden? Mal immerhin das Deutsch übersetzt, was sollte dann geschehen? Dann sollte mithilfe der sogenannten Berliner Lösung
diese westliche Einzelaktion ergänzt werden. Es könnte doch einer dort im Westen als Heerführer mit den Heerführern der Plutokratien verhandeln und sagen, ich kapituliere. Sie haben dazu folgendes gesagt, wenn nach England jemand geschickt wird, muss das ein Mann von Gewicht und Alter sein. Weil sie der Meinung waren, meine Kenntnis der Psyche und besser mit einem alten Knaben macht, der aus dem drüben Gewicht hat. Na, ihre 4 Jahre Englische haben ja auch nicht ganz ohne als Vorbedingung dafür. Na, da waren ja 2 Früchtchen beisammen an dem Nachmittag. Sie und davon Haften, 2 Früchtchen aus einer Dienststelle. Ich habe keine weiteren Fragen. Von Moskau zurückgekommen, bei ausgeruhter Feindseligkeit. Und dann sind Sie in dem sogenannten Russland-Gremium gewesen, also eine Chef des Russland-Gremiums, einer, ich möchte mal sagen, Beratungskörperschaft des Herrn Reichsaußenministers. Das ist der äußere Werdegang. Politisch, der NSDAP hören Sie nicht an. Habe ich angehört. Seit wann? 34. Seit 34 haben Sie NSDAP angehört, bis jetzt. Bis jetzt. Und auch Gliederungen? Nein. Der angeschlossenen Verbände, wahrscheinlich der NSV. Ja. NSV waren Sie. Ja. Aber weil ich im Auslande war. Ja. Naja, Gliederungen ergibt sich auch schon aus Ihrem Alter. Ja. Dass Sie also nicht in der SA und so weiter sind, ganz klar. Ja, nun kommt diese Sache. Also er hat doch von meiner Mitarbeit geredet. Wie? Es ist doch von meiner Mitarbeit. Ja, von Ihrer Mitarbeit. Redet worden. Ich war doch selber auch Nationalsozialist. Ja. Nicht wahr? Also, der wäre ja wieder Nationalsozialist reingekommen. Na ja, aber es ist schon ein Unterschied, ob nun das Deutsche Reich, nicht wahr, vertreten wird vom Führer, ob dann der Reichsmarschall da ist, ob dann als der Reichsaußenminister von Ribbentrop ist oder ob der Reichskanzler Görtler ist und von dem ich jetzt gar nicht weiß, ob der war nicht Mitglied der NSDAP, der war und ob dann ein Außenminister ist, der auch Mitglied der NSDAP ist oder gewesen ist, das ist ja ein ganz großer Unterschied. Das ist ja eine völlig andere Regierung. Eine Regierung Görtler wäre ja nie eine nationalsozialistische Regierung, selbst wenn einer drin ist an irgendeiner Stelle, der Mitglied der NSDAP war. So klar. Ja. Also ich meine, ich wollte kurz darauf aufmerksam machen, nicht, dass es also nicht so absolut war, nicht wahr? Ja. Also eindeutig nicht, was das ist. Na, wir am absoluten fehlt aber nicht. Tja. Mir fehlt da nicht am absoluten. Denn an die Stelle vom Führer der Görner. Ja, aber nur im Kabinett. Ja, nur im Kabinett, das ist ja nun gar nicht die politische Stellung. Du bleibst immer Führer, nicht wahr? Ja, Sie könnten also Folgendes sagen. Eventuell der Gedanke, der Führer entkleidet sich, jetzt will ich mal sagen, einer der Machtsäulen. Es gibt eine militärische Machtsäule, es gibt die Machtsäule der Bewegung, oder es gibt die Machtsäule des Staates. Dann würde er der Machtsäule des Staates, ja, also der Reichskanzler, wenn ich mal, verfassungsrechtlich. Genauso dann meinte. Ja, nur eins. Es ist ein Grundsatz des Nationalsozialismus. Das ungeteilte und unteilbare Imperium liegt beim Führer. Das ist unteilbar, sonst sind wir keine Führergemeinschaft, Führerstaat oder kein Reich in diesem Sinne mehr. Es ist für mich nicht vorstellbar, ich glaube für niemanden vorstellbar, dass der Führer sagen könnte, schön, Staat, Reichskanzler, nicht mehr. Vorstellbar, dass der Titel, die Amtsbezeichnung Reichskanzler schwindet und alles in der Bezeichnung Führer sich verkörpert, wie es ja schon ist. Durch die Mitteilung Leonhards haben Sie Kenntnis davon erhalten, dass von irgendeiner Seite Pläne über ein Attentat mit dem Führer im Gange seien. Damit sind Sie selbst Mitwisser geworden, natürlich nicht von konkreten Einzelheiten. Darf ich eines zu diesem Fall bemerken?
Ich bin hierher gekommen, nach Berlin. Ich komme hier herein. Ich werde auf ein Gespräch hingewiesen, das ich vor einem Dreivierteljahr gehabt habe, an das ich nicht mehr gedacht habe seit dieser Zeit. Ich habe eine 12-stündige Bahnfahrt hinter mir. Ja. Ich war morgens hier nüchtern. Ja. Das Forum hier ist ja auch nicht gerade so angetan gewesen, einen seelisch zu beruhigen. Ja. Ich wusste das ganz genau, dass der Inhalt des Gespräches mit Leonroth nach jeder Seite hin negativ. Das heißt, nach jeder Seite negativ. Ich habe damals, genauso wie heute, nicht wahr, gesagt, dass diese Dinge verboten sind. Ach so. Ja, das meine ich damit. Ja, das meine ich damit. Dass also ein positiver Weg, Ausweg zu einer, sagen wir mal, aus dem, was ich gesagt habe, erlaubt hat, eines Attentats zu entnehmen oder irgendeiner eines gewaltsamen Vorgehens, nicht möglich. Ja. Wenn, das kann ich auch, das weiß ich ganz genau, denn den Gesamtinhalt oder sagen wir mal die Gesamttendenz, die Gesamtstellung zu diesem Gespräch ist mir ja klar. Und darauf konnte ich mich auch entsinnen. Auf Einzelheiten, das nach einem Dreivierteljahr. Sie sind zwar der grundsätzlichen Auffassung, dass die Mitwisserschaft an einem politischen Mord keine Sünde sei und darum auch einer Beichte nicht bedürfe. Sie selbst sind aber auch als Priester zur Beichte all dessen verpflichtet, was ihnen irgendwie belastend erscheint. Haben Sie Ihrem Bischof oder Ihrem Beichtvater gegenüber dieses Gespräch mit Leonroth gebeichtet? Nein. Warum nicht? Weil mir die Kenntnis dessen, was Leonroth mir gesagt hatte, in keiner Weise als irgendwie gewissensbelastend erscheint.